So, nun, liebe Zuhörer und Zuseher, wir machen einen Schritt weiter und zwar in Richtung des Knochenmarks. Wir gehen noch eine Stufe hinein in die Geschichte, die zum Kern des Myeloms gehört. Früher hieß diese Erkrankung ja einmal Knochenmarkkrebs, weil eben dort die Plasmazellen, wir haben es eben gehört, auch den größten Schaden anrichten. Dabei ist der Knochenaufbau und Abbau einer der komplexesten Prozesse im Körper. Obwohl schon die Osteoporose, die auch mit diesen Dingen kennt, eine Volkskrankheit ist seit Jahren, gibt es noch keine wirklich aufbauenden medikamentösen Behandlungen. Aufbauen, nicht nur erhalten, sondern wirklich aufbauen. Die wären dann natürlich auch für uns sehr hilfreich. Es ist also eine große Herausforderung, beim Myelom mit den Knochenschäden umzugehen. Und wenn Sie im Netz nach Publikationen zum Thema Myelom und Knochen suchen, dann kommen Sie um einen Namen nicht herum. Bei den Forschungsarbeiten an den Tirol-Kliniken taucht er immer wieder auf. Auf den großen internationalen Kongressen sind seine Vorträge immer zu finden. Als ärztlicher Leiter der hämato-onkologischen Stationen an der Uniklinik Innsbruck ist er, wie eben seine Frau auch, täglich mit Problemen der Patienten konfrontiert und kennt das Myelom von Grund auf. Und so sind wir sehr glücklich, auch ihn mit einem Vortrag in unserem Programm zu haben. Sehr geehrter Dozent Dr. Willenbacher, ich bitte um Ihren Vortrag. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten, liebe Kollegen, dieses Jahr können wir uns leider nicht persönlich am Patiententag treffen, aber ich werde versuchen, das mir gestellte Thema im Rahmen dieses virtuellen Patiententages zu bearbeiten. Ich möchte mich nochmal bei den Veranstaltern der Myelom-Selbsthilfe Österreich für die Einladung bedanken und Ihnen auch für den enormen Arbeitsaufwand, den Sie für die Erstellung dieses virtuellen Meetings geleistet haben, bedanken. Das Knochenmark, Nährboden für das Multiple Myelom. Was ist damit gemeint? Bevor ich beginne, zeige ich Ihnen hier noch meine Interessenskonflikte. Warum wachsen Myelomzellen eigentlich im Knochenmark? Wir werden darüber reden, wie dieses Konzept von Seed, Salt und Sun, auf Deutsch eben von Same, Boden und Nährstoffen, zu dieser Erkrankung beiträgt. Und wir werden natürlich vor allem die Folge dieser Wechselwirkung, nämlich die Myelom-Knochenerkrankung, anschauen. Wie entsteht sie? Welche Folgen hat sie? Welche diagnostischen Möglichkeiten haben wir? Welche therapeutischen Möglichkeiten haben wir? Wie sehen die Komplikationen aus, sowohl der Erkrankung wie der Therapie? Gibt es Möglichkeiten, vielleicht auch vorzubeugen? Seed, Soil and Sun, wie ich schon gesagt habe, auf Deutsch, der Same, der Boden, die Nährstoffe. Sie führen dazu, dass Plasmazellen sich im Knochenmark breit machen. Und jeder dieser Komponenten trägt dazu bei. Der Keim, denn der Keim, die Plasmazelle, die sich im Laufe des Prozesses des Bösartigwerdens Mutationen nimmt. Sie sehen links das Tagebuch von Charles Darwin mit den Zeichnungen und seinen Überlegungen zur Evolution, die er sich an Bord der Beagle gemacht hat. Und rechts ein modernes Bild von einem sehr bekannten Myelomforscher aus Wales, der rekonstruiert und dann auch im Labor nachvollzogen hat, wie diese Zellen sich verändern. Und Sie sehen, wie sehr sich diese Zeichnungen gleichen. Das untere Bild ist das Bild, wie wir es heute für richtig erhalten, also keine lineare Evolution, sondern eine sich frühzeitig verzweigende. Jeder Patient beherbergt nicht nur eine Art Myelomzellen, sondern Sippen und Familien, die zwar miteinander verwandt sind, sich aber immer weiter voneinander entfernen. Dies geschieht nicht zuletzt unter dem Druck, den wir mit unseren Therapien evolutionär ausüben. Wir haben dynamische Wechselbeziehungen zwischen der Myelomzelle und ihrer Umgebung. Die Umgebung, das sind Knochenzellen, sowohl knochenabbauende wie knochenaufbauende Zellen. Stromazellen, Bindegewebszellen könnte man auch sagen, die Immunzellen im Knochenmark, die Blutgefäßzellen.
Das alles nennt man dann auch das Microenvironment, also die Miniaturumwelt, in der diese Zelle lebt, oder die Nische. Myelomzellen manipulieren das Netzwerk an Botenstoffen, mit denen all diese Zellarten untereinander kommunizieren, zu ihrem Vorteil. Sie plüschen sich ein, wie eine bekannte Myelomforscherin das immer genannt hat. Und insgesamt führen diese Prozesse zu einem Nettoverlust an Knochenmasse, was ich später ausführe. Sie sehen hier ein Slide von meinem Freund Evangelos Terpos aus Athen. Ein Schema der extrem komplizierten Wechselwirkungen all dieser Zellen. Bitte merken Sie sich nicht all diese Abkürzungen. Was Sie hier entnehmen können, Sie haben hier viele Wechselwirkungen zwischen Myelomzellen, Bindegewebszellen und Osteoklasten. Das sind knochenabbauende Zellen. Und ein zentraler Spieler darin ist das Rankl. Sowohl auf Osteoklasten wird es gebunden, als auch auf Myelomzellen exprimiert, sodass Rankl sowohl das Myelom als auch die knochenabbauende Zelle antreibt. Es gibt Gegenmechanismen, insbesondere über das sogenannte OPG. Diese sind im Myelompatienten jedoch herunterreguliert, sodass es leider nicht gelingt, den Knochenabbau hier zu bremsen. Und wir sehen hier letztendlich eine massive Aktivierung des Knochenabbaus. Und was noch schlimmer ist, gleichzeitig eine Herabregulierung von Osteoplasten, also von knochenaufbauenden Zellen, und über diese Wechselwirkung auch noch positive Rückkopplungsschleifen, sodass dieser Prozess sich selbst immer weiter antreibt. Seitdem dies zumindest teilweise verstanden ist, hat man probiert, gegen all diese Substanzen, die hier rot eingekringelt sind, Hemmstoffe zu entwickeln. Der gegen Rank-Ligand ist inzwischen zugelassen. Wir werden später über ihn sprechen. Die anderen Substanzen sind noch experimentell. Am Knochen herrscht immer ein Gleichgewicht zwischen Aufbau und Abbau. Das bedeutet, dass unser Knochen kein totes Gewebe ist, sondern sich unter Belastung ständig verformt. Das ist auch nötig. Es treten nämlich ständig Mikrofrakturen, sogenannte Microcracks, auf, insbesondere in mechanisch stark belasteten Knochen wie dem Unterkiefer. Diese werden von den abbauenden Zellen sozusagen gesäubert und abgeräumt und von den aufbauenden Zellen wieder zugebaut. Dieses Gleichgewicht ist bei der Erkrankung zum Teil aber auch durch Therapien gestört und deshalb ist es wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Wir haben also Hemmung von Knochenaufbau, Aktivierung des Abbaus und damit den Netto. Die Myelom-Knochenerkrankung begleitet die Menschheit seit langem, wie Sie an diesem bronzezeitlichen Schädel, den man in Spanien gefunden hat, sehen. Die Myelom-Knochenerkrankung kann unter zwei Formen verlaufen. Einerseits der Ausbildung von Osteolysen, andererseits einer diffusen Herabsetzung der Knochensubstanz, einer sogenannten Osteoporose. Dies schließt sich nicht aus. Prozesse können sehr wohl parallel beim gleichen Patienten bestehen. Bis zu 80% aller Patienten zeigen eine Myelom-Knochenerkrankung bereits bei Erstdiagnose. Letztendlich eine Frage, wie genau man schaut. Macht man nur normale Röntgenbilder wie hier oben, ein MR wie hier, wo Sie diese gestauchten Wirbelkörper erkennen können, oder ein sensitives PET-CT, das das ganze Ausmaß des Problems bei diesem Patienten zeigt. Die Folge können Knochenbrüche sein, wenn ein Knochenbruch ohne eine entsprechende Verletzung auftritt, ohne Sturz oder Unfall, nennen wir das pathologische Fraktur. Die Erweichung des Knochens, die Osteoporose, die extreme Freisetzung von Kalzium aus dem Knochen mit nachfolgend überhöhten Kalziumspiegeln im Blut, was zu Nierenproblemen, Herzrhythmusstörungen und anderen schweren Folgen führen kann. Selbstverständlich Schmerzen auch, drohendes Zusammendrücken des Rückenmarks mit drohenden oder manifesten Lähmungen. Und selbstverständlich bedingt dies die Notwendigkeit einer Therapie. Die Myelom-Knochenerkrankung ist eine der therapieinduzierenden Charakteristika. In Studien begutachtet man meistens einen gemischten Endpunkt, die sogenannten Skeletal-Related Events, also skeletären Ereignisse. Man rechnet zusammen, wie viele Patienten haben pathologische Frakturen, Rückenmarkskompressionen, brauchen eine lokale Strahlentherapie oder Operation.
Über 40% der Patienten haben mindestens ein skelettäres Event bereits bei Erstdiagnose. Sie sehen hier eine Analyse von 400 Patienten, ebenfalls aus Griechenland. Ganz führend die pathologische Fraktur, die anderen Ereignisse Gott sei Dank selten. Hier sehen Sie das typische Verteilungsmuster, natürlich zusammen weit über 100%, weil man ja leider mehr wie eine Osteolyse haben kann. Häufig betroffen der Schädel, dies jedoch im Regelfall unproblematisch, da der ja kein tragendes Teil ist. Die Wirbelsäule sehr stark beteiligt, sehr häufig auch das Becken, die langen Röhrenknochen eher seltener. Schmerzen, ein häufiges Symptom beim multiplen Myelom, hier eine Analyse aus der Freiburger Klinik für Tumorbiologie. Sie sehen, 38% der Patienten gaben mäßige Schmerzen an, 46 gar starke. Das ist die ganz überwiegende Mehrheit und auch immerhin ein Drittel nimmt regelmäßig Schmerzmittel ein. Wie erkennen wir Skeletal-Related Events oder auch einfach die Myelom-Knochenerkrankung mit Hilfe von Bildgebung? Das konventionelle Röntgen, früher machten wir immer ein sogenanntes Pariser Schema, also ein Skelettstatus, sprich das Röntgen des ganzen Menschen, Schädel, Halswirbel, Brustwirbel, Lendenwirbelsäule, Becken, lange Röhrenknochen jeweils in zwei Ebenen. Das heißt, sie sind dabei weit über 10 Bildern pro Patient. Das machen wir nicht mehr. Erstens ist die Belastung für den Patienten subjektiv hoch. Die ganze Prozedur zieht sich dann ja sicher mindestens eine halbe Stunde hin. Das ist nicht immer angenehm, häufig auch schmerzhaft. Die Strahlenbelastung ist kumulativ nicht ganz niedrig. Und die Sensitivität dieser Untersuchung ist nicht gut. Man sieht Osteolysen erst, wenn sie sehr ausgeprägt sind. Heutzutage haben wir die verschiedenen Varianten der Schnittbilddiagnostik. Das sogenannte Myelom-CT, also ein Niedrigdosis-CT ohne Kontrastmittel. Das diffusionsgewichtete Ganzkörper-MR und die PET-CT-Untersuchung. Es gibt hier keinen klaren Favoriten, weil jeder dieser Verfahren hat Stärken und Schwächen. Das Low-Dose-CT ist überall verfügbar, wenn entsprechend am Gerät einprogrammiert. Die Strahlenbelastung ist verhältnismäßig niedrig. Die Geschwindigkeit ist hoch, das geht in 5 Minuten. Man kann entsprechend viele Patienten hintereinander untersuchen. Ist nicht so gut zum Erkennen extramedullärer Läsionen, die Kosten sind mäßig, die Auflösung rückenmarksnah ist nicht so gut. An den Knochen ist sie dafür exzellent, also Strahlentherapeuten, Chirurgen wollen das immer haben zur Planung ihrer Maßnahmen. Das diffusionsgewichtete MR ist deutlich weniger häufig verfügbar. Die Geschwindigkeit ist schlecht, die Untersuchung dauert ziemlich lange, da können Sie nicht viele Patienten an einem Tag untersuchen. Extramedulläre Läsionen werden damit kaum erkannt. Es hat einen prognostischen Wert. Herde, die sich da abzeichnen, sind häufig nur Anreicherungen von Myelomzellen, nicht unbedingt wirklich Osteolysen. Die Kosten verhältnismäßig hoch. Die Auflösung rückenmarksnah ist die beste von allen Verfahren. OCR ist dafür schlechter. Das PET-CT ist auch nicht überall verfügbar. Die Strahlenbelastung von allen drei Untersuchungen sicher am höchsten. Dauert auch eine ganze Zeit. Extramedulläre Läsionen werden am besten erkannt. Die Kosten sind hoch. Die Auflösung spinal ist mäßig. OCR eigentlich auch nicht, aber Sie haben einen besseren Überblick über den Gesamtstand. Sie sehen schon, hier muss man situationsbezogen auswählen. Für die Routine-Nachsorge ist sicher das Myelom-CT das praktischste und schnellste. Wenn ich allerdings was rückenmarksnah vermute oder extramedulläre Läsionen suche, anderes machen. Basistherapie beginnen wir mit den ganz einfachen Dingen, Calcium, Vitamin D3 und Sonne. Der Knochenstoffwechsel braucht unbedingt Calcium, er braucht unbedingt Vitamin D. Der Myelom-Patient sollte das immer und überall und täglich bekommen, außer er ist manifest hyperkalzämisch. Calcium 2 Gramm am Tag. Leicht zu machen gibt es sehr viele Präparate, Vitamin D3 1500 bis 2000 Einheiten täglich und ab und zu auch in die Sonne, nicht bis zum Sonnenbrand, aber in der warmen Jahreszeit doch ausnutzen, weil Vitamin D auch in der Haut gebildet wird. Einfach, billig und durchaus effizient. Physiotherapie und Sport.
Der Knochenstoffwechsel ist belastungsabhängig. Jeder, der mal einen Bruch hatte und eingegipst wurde, weiß, wie das Bein ausschaut oder der Arm, wenn man es nach 2 Wochen wieder auspackt. Die Muskeln sind weg und der Knochen ist auch zu mehr als einem Drittel geschwunden, wenn man das messen würde. Das heißt, Belastung ist wichtig, um das lebende Knochengewebe zu motivieren. Es braucht Arbeit. Muskuläre Fitness ist ganz wichtig, weil es entlastet die passiven Anteile im Bewegungsapparat. Die angeschlagenen Knochen des Myelom-Patienten werden so entlastet. Und Bewegungsmangel geht einher mit Sturzrisiko und Unsicherheit, was natürlich bei einem Myelom auch schlecht ist, weil es weitere Komplikationen nach sich ziehen kann. Auf was ist zu achten? Keine übertriebenen statischen Belastungen. Gewichtheben ist sicher schlecht. Keine Kampfsportarten. Keine Sportarten, bei denen der Patient aufschlägt aus Höhen oder ähnliches, kann man sich denken. Nicht einfach irgendwas anfangen mit den behandelnden Ärzten, mit einer orthopädischen Beratung, wenn jemand die Bilder gesehen hat, ein individuelles Konzept erraten. Professionelle Anleitung, sprich, sich einen Physiotherapeuten suchen. Am besten sollte er im Team mit dem Orthopäden das Programm erstellen. Sehr sinnvoll ist in diesem Zusammenhang natürlich häufig eine Reha-Maßnahme, wo über einige Wochen intensiv ein Übungsprogramm erarbeitet werden kann, das man dann zu Hause auch fortführen kann. Wenn das Skelett in einem ganz schlimmen Zustand ist, im Wasser geht es immer, da ist keine statische Belastung, da kann man zumindest die Muskulatur trainieren. Einen sehr schönen Ratgeber für Patienten mit Übungen habe ich gefunden auf der Homepage von Myeloma UK, also der britischen Selbsthilfegruppen. Hier oben steht der Link. Immerhin 24 Seiten mit Übungen, mit Fotos in einfachem Englisch. Das ist sicherlich sehr lesenswert und man sieht da, dass man auch selbst durchaus was tun kann. Sehr gute Ergebnisse gibt es aus einer Würzburger Arbeitsgruppe, auch für diese Rüttelbretter. Also diese Art an Belastung scheint den Knochenstoffwechsel tatsächlich zu animieren und ist fürs Gleichgewichtstraining auch gut. Nicht alleine drauf anfallen, das ist, man soll nicht vom Brett herabfallen, das kann man regulieren in verschiedenen Stufen. Manchmal braucht es den Chirurgen. Das häufigste sicher ist die sogenannte Kyphoplastie. Sie sehen hier auch so einen zusammengesunkenen Wirbelkörper. Hier wird von außen mit einer Sonde eben der aufgesucht und dann entweder aufgeblasen und dann anschließend eine Zementfüllung eingebracht, um das Ganze zu stabilisieren. Lokal häufig eine wirksame Maßnahme bei entsprechenden Befunden. Natürlich kann auch die Implantation von Prothesen einmal eine Rolle spielen. Entlastungseingriffe, Rückenmarksnarbe durch die Neurochirurgen oder Stabilisierungseingriffe mit Verplattungen, Verschraubungen etc. Das sind sehr individuelle Entscheidungen, die dann im Einzelfall getroffen werden müssen. Strahlentherapie, lokale Therapie, lokale Wirkung, das heißt geeignet. Wenn es Stellen gibt, die zum Beispiel besonders schmerzhaft sind, eine medikamentöse Schmerztherapie nicht zureicht, dann durchaus sehr effektiv. Natürlich kann man nicht immer und überall bestrahlen. Deshalb macht es nur dann Sinn, wenn es ein klar fokal betontes Schmerzbild gibt oder wenn neurologische Komplikationen drohen, zum Beispiel Myelomanteile aus den Knochen herauswachsen und Nervenwurzeln bedrohen etc. Medikamentöse Therapie. Die ältesten Substanzen, außer Calcium und Vitamin D3, das habe ich schon erwähnt, sind die sogenannten Bisphosphonate. Am bekanntesten und auch am wirksamsten das Zoledronat, lange Jahre als Zometa vermarktet, inzwischen Dutzende von Generika am Markt. Was machen die? Sie hemmen den Knochenabbau. Man spricht auch von einer antiresorptiven Therapie. Also diese Osteoklasten, diese großen Riesenzellen, die wir vorhin gesehen haben, die werden auf verschiedene Art und Weise durch diese Substanzen gehemmt. Und diese Substanzen lagern sich direkt in der Knochenmatrix ein, was dazu führt, dass sie da auch bleiben, und zwar sehr, sehr lange. Die Halbwertszeiten betragen Jahre bis Jahrzehnte. Das heißt, wer einmal regelmäßig über einen gewissen Zeitraum Bisphosphonate bekommen hat, der wird die für immer in seinen Knochen tragen. Ungeeignet sind sie bei schwerer Niereninsuffizienz. Das ist natürlich ein Problem, weil das eine häufige problematische Situation beim Myelom-Patienten sein kann. Es gibt ältere Derivate, die da etwas besser gehen. Man kann Dosisanpassung machen, ist aber letztendlich limitiert.
Die Substanzen haben eine schwache Eigenwirkung, insbesondere das Zoledronat auch gegen das Myelom, das wissen wir aus älteren Studien und sind auch insofern eine gute Ergänzung. Gesichert ist eine Therapie mit einem Bisphosphonat über 2 Jahre in 4-wöchentlichen Abständen zu geben. Therapien über längere Zeiträume sind letztendlich nicht durch Daten abgesichert. Das ist immer eine Entscheidung, wie aktiv die Erkrankung beim Patienten ist, weil mit der Länge der Therapie auch die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen steigt. Darauf werde ich noch eingehen. Alle Patienten, die eine Myelom-Therapie erhalten, sollten auch eine antiresorptive Therapie erhalten. Das ist eine internationale Leitlinienempfehlung. Patienten mit Vorstufen von Myelom, die eine Osteoporose haben, kann man auch so behandeln. Nicht so dicht, da reichen 2 Infusionen im Jahr. Die Alternative, eine andere Art der antiresorptiven Therapie, ist Denosumab, subkutan gespritzt. Wir haben vorhin dieses Netzwerk an Wechselwirkungen gesehen und gesagt, der zentrale Player ist dieses Rankel. Das sind hier die kleinen grünen Punkte in dieser Zeichnung. Und mit diesem therapeutischen Antikörper kann man dieses Rankel abfangen. Und dadurch erhalten wir wieder mal die Osteoklasten nicht dieses Signal zu arbeiten und arbeiten weniger bis gar nicht. Und auch hier wird der Knochenabbau gehemmt. Auch Denosumab hat leider keinen Effekt auf Knochenneubildung. Ein Medikament zusätzlich, das auch die Neubildung von Knochen anregend wäre, eine große Notwendigkeit. Leider hat sich bisher nichts in der klinischen Prüfung gezeigt, was Bestand gehabt hätte. Die Halbwertszeiten sind im Verhältnis zu Bisphosphonaten viel, viel kürzer. Das heißt, wenn man eine Therapie mit einem Denosumab beendet, wenn sie über 2 Jahre gegeben worden ist, dann ist nach einigen Monaten das Medikament verschwunden, nicht nach Jahrzehnten wie bei Bisphosphonaten. Es wird unter die Haut gespritzt, wie eine Thrombosespritze, geht natürlich schneller. Therapiezeiträume sind ganz ähnlich wie bei Bisphosphonaten und es gelten die gleichen Empfehlungen bezüglich der anderen 3 Punkte. Es gibt eine vergleichende große Studie, die sogenannte 482-Studie, vor einigen Jahren abgeschlossen. Wir waren daran beteiligt. Sie sehen hier Auftreten skelettärer Ereignisse über die Zeit und erstmal keinen Unterschied zwischen den beiden Substanzen. Sie sind also gleichwertig. Sie sehen, am Anfang passiert den Patienten ziemlich viel, dann wird es deutlich besser und kommt nicht mehr viel nach. Das heißt einfach, zum Zeitpunkt der Erkrankung ist in aller Regel das Myelom so aktiv, dass man mit diesen Therapien zu spät kommt. Das Wichtigste ist, den Grunderkrankung zu kontrollieren und den Patienten dann zu stabilisieren. Analysiert man allerdings von diesem Zeitpunkt hier ab, das ist diese Kurve hier, dann sieht man doch ein angedeutetes Auseinanderlaufen der Kurven. Also Denosumab scheint ein wenig aktiver zu sein, wobei Mathematiker sagen würden, dass das hier nur grenzgradig signifikant ist. Was eine interessante Beobachtung in dieser Studie war, und das ist die 3. Grafik, ist, dass auch bezüglich des Zeitraums, in dem das Myelom nicht schlechter geworden ist, hier ein Vorteil für Denosumab behandelte Patienten waren, wenn man das, und der war immerhin 10,7 Monate, also 11 Monate ungefähr, fast ein Jahr, und zwar vor allem bei den Patienten, die eine nach unseren Maßstäben effiziente Therapie bekommen haben. Das war eine weltweite Studie. Da haben leider auch viele Menschen Therapien bekommen müssen, weil nichts anderes verfügbar war, die wir nicht so beurteilen würden heute. Sprich, wenn es gelingt, mit den modernen Medikamenten das Myelom gut zu kontrollieren, dann schlägt dieser kleine Vorteil durch, wenn Sie natürlich die Grunderkrankung nicht effizient behandeln. Es gibt eine gewisse Hoffnung, dass Denosumab nicht nur skelettäre Ereignisse verhindern kann und vielleicht den Myelomverlauf milde modifizieren kann, sondern auch, dass die Entstehung von Myelom bei Patienten mit Vorstufen der Erkrankung hier unterdrückt oder zumindest verzögert werden kann. Das Rank-Ligand-Netzwerk, also dieser Botenstoff, der durch das Denosumab blockiert wird, spielt nämlich genau bei diesem Prozess auch eine Rolle. Die Aktivierung von Osteoklasten kann letztendlich auch promovieren, dass Myelome bösartiger werden. Und eine Blockade könnte eben dazu beitragen, diesen schlafenden Zustand länger aufrechtzuerhalten. Wir testen das deshalb in einer Studie im Moment im Lande über die Arbeitsgemeinschaft für medikamentöse Tumortherapie, wo Patienten mit diesen Vorstufen eingeschlossen werden kann
und eben das Medikament erhalten oder aber ein Placebo, weil es dafür ja nichts gibt, was bisher bekanntermaßen wirken würde. 6 Monate, 4-wöchentlich, dann 3 Jahre halbjährlich. Studienmoment aktiviert in Innsbruck am Wilhelminspital, beziehungsweise das heißt jetzt Klinik Otterkring, in Salzburg, Steyr, Linz, Leoben und am AKH in Wien. Wenn Sie solche Patienten kennen, dann verweisen Sie sie an diese Zentren. Wir suchen dringend noch weitere Patienten. Bevor wir über Nebenwirkungen reden, will ich nochmal betonen, was die antiresorptive Therapie leistet. Wenn man die Zeiten vor Einführung kennt, dann wird einem das auch klarer. Viele Menschen kennen das ja gar nicht mehr. Wir haben bei den Patienten eindeutig und deutlich weniger skeletal-related events, das heißt weniger Knochenbrüche, sie brauchen weniger Aufbestrahlung, stabilisierende Operationen oder erleiden eine Rückenmarkskompression. Das Auftreten neuer Osteolysen ist deutlich reduziert, der Schmerzmittelbedarf ist sehr viel niedriger, wenn diese Substanzen eingesetzt werden und die Verschlechterung bestehender Osteolysen ist ebenfalls sehr viel seltener, also ein klarer Nutzen. Zusammenfassend kann man auch sagen, wenn man die Substanzen vergleicht, Zoledronat und Denosumab, da gibt es sicher keinen eindeutigen Favoriten, das ist eine Einzelfallentscheidung. Wenn der Patient eine Niereninsuffizienz hat, dann ist klar, dass Denosumab sicher das geeignetere Präparat hat. Bezüglich Wirkung und Wirkung auf das multiple Myelom selbst, möglicherweise ein kleiner Vorteil für Denosumab. Das ist aber nur grenzgradig signifikant und insofern kann man das nicht mit letzter Gewissheit behaupten. Alles hat Nebenwirkungen. Präparate, die keine haben, wirken im Regelfall auch nicht. In dem Fall haben wir hier aber ein unterschiedliches Spektrum, was im Einzelfall natürlich auch die Auswahl erleichtert. Infusionale Reaktionen, Schüttelfrost, allergische Dinge, Fieberschübe gibt es natürlich nur da, wo was infundiert wird, sprich das macht nur Zoledronat, Denosumab macht sowas nicht. Ein kritisches Absinken des Blutkalziums, was leider auch nicht gut ist, nicht nur das hohe Kalzium ist schlecht, auch das niedrige, kommt bei Denosumab etwas häufiger vor, insbesondere bei Dialysepatienten. Wenn sowas mal passiert ist, ist die Substanz sicher zu wechseln. Wobei Zoledronat für Dialysepatienten nicht geeignet ist. Die ONJ, die Osteonekrose des Kiefers, auf die ich nachher noch gesondert eingehe, ist nicht signifikant unterschiedlich in den Studien. Die Halbwertszeit ist für das Zoledronat, wie dargestellt, viel länger, was eher ein Nachteil ist in diesem Fall. Die Applikation natürlich ist subkutane Spritze schneller als Infusion. Das ist aber natürlich auch keine richtig schwere Nebenwirkung, auch für den einen oder anderen. Osteonekrose des Kiefers, eine sehr unangenehme Nebenwirkung jeder antiresorptiven Therapie, auch von einigen anderen Medikamenten, die eingesetzt werden, nicht bei multiplen Myelomen, aber in anderen Indikationen. Das verstehen wir darunter. Der Kiefer, im Regelfall der Unterkiefer, zu 90% der Unterkiefer, wie ich vorhin schon sagte, der statisch stärkst belastete Knochen beim Menschen, kräftiger Biss, ständig Mikrofrakturen, die durch die Hemmung der knochenabbauenden Zellen nicht ordentlich aufgeräumt und repariert werden können. Knochen liegt hier frei, Stadium 1 ohne Entzündungssymptome, Stadium 2 mit Entzündungssymptomen, Stadium 3 mit Fistelungen nach innen, außen in die Nase, ganz unangenehme Zustände. Schmerzhaft, schwierig zu behandeln. Was sind Risikofaktoren? Zuallererst mal die Therapiedauer. Je länger eine antiresorptive Therapie gemacht wird, umso höher ist das Risiko. Auch deshalb ist eine Deeskalation nach 2 Jahren Therapie, zum Beispiel auf einen quartalsweisen Rhythmus und wenn der Patient in einem guten Zustand von Seiten des Myeloms ist, eventuell sogar in einen halbjährlichen zu gehen, wichtig. Schlechter Zahnstatus, ganz eindeutig. Also wenn der vorliegt, sollte er vorher saniert werden. Rauchen ist ebenfalls, wie wir aus vielen vergleichenden Untersuchungen wissen, ganz schlecht. Schlechte Durchblutung in der Mundschleimhaut etc. begünstigt solche Prozesse natürlich häufig. Ganz schlecht ist unter einer laufenden antiresorptiven Therapie einen operativen Eingriff am Kiefer durchzuführen, also alles, was geschnitten werden muss. Der Zahnarzt muss wissen, dass Sie eine solche Therapie haben, weil der
der Eingriff dann entsprechend geplant werden muss. Es darf nichts offen bleiben, es muss alles plastisch gedeckt werden. Solche Eingriffe, wenn nötig, sollten an spezialisierten Zentren vorgenommen werden. Unsere Kieferchirurgen haben eine eigene Sprechstunde für sowas. Mit vorlaufender Antibiotikatherapie, mit Nahrungskarenz über 14 Tage und mit auch nachlaufender Antibiose, dann funktioniert das sehr gut. Macht es einen Sinn, die Therapie zu pausieren? Bei Bisphosphonaten eigentlich nicht. Die langen Halbwertszeiten habe ich Ihnen geschildert. Bei Denosumab vielleicht ein wenig. Wichtig ist, den Patienten vor Einleitung der Therapie vorzustellen. Alles, was saniert werden müsste, soll saniert werden und dann kann man die antiresorptive Therapie einleiten. Außer bei Notfällen. Der Notfall wäre die Hyperkalzämie. Beide Substanzen gut wirksam. Das ist eine lebensbedrohliche Situation. Da muss man die Zähne erstmal zurückstellen und das ist meistens ja mit ein, zwei Infusionen und Einleitung der Myelomtherapie dann auch erledigt. Jenseits von 2 Jahren überdenken, ob sie Therapie noch braucht, sie zumindest deeskalieren. Und operative Sanierung in spezialisierten Einheiten. Bitte auf keinen Fall irgendwas offen lassen, das wächst nicht zu. Hiermit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich hoffe, dass wir jetzt noch einen regen Meinungsaustausch haben zum Thema Myelom-Knochenerkrankung, Mikroklima des Myeloms etc. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Recht herzlichen Dank, Herr Dozent Wilmbacher. Ich glaube, ich habe nichts zu viel versprochen. Ihre Expertise aus dem Knochensektor in Verbindung mit dem Myelom ist eine exzellente. Ich habe ein paar Fragen oder ein, zwei Fragen, die ich also vorweg stellen möchte. Sie sprachen davon, dass Hemmstoffe im Zusammenhang mit dem Schwächen der Osteoblasten und insbesondere mit der Förderung der Osteoklasten in Arbeit sind. Gibt es da eine Hoffnung, dass da irgendetwas kommt, was wirklich den Aufbau fördert und nicht nur den Abbau bremst? Es gibt Kandidaten, wobei mir im Moment leider noch keine direkten Studien mit Myelompatienten bekannt sind. Es gibt bereits einzelne Studien im Bereich zum Beispiel des Mammakarzinoms, wo osteolytische Skeletterkrankungen ja ebenfalls eine sehr häufige Erkrankung darstellen, genauso wie zum Beispiel natürlich auch bei der Anführungszeichen normalen Osteoporose, die ja bei Einzelmenschen natürlich auch schwere Verlaufsformen annehmen kann. Ich hoffe, dass die Produzenten sich daran auch mal engagieren, hier entsprechende Protokolle aufzulegen, weil ohne solche Daten ist es immer schwierig, an die Substanzen heranzukommen, weil das den Zulassungsbehörden natürlich nicht genügen wird, da einfach Querschlüsse zu ziehen. Die Hoffnung gibt es schon. Es gibt ein paar, es gibt natürlich schon Substanzen, die tatsächlich knochenaufbauend wirken, wie zum Beispiel anabole Steroide, die allerdings halt vom Nebenwirkungsprofil sehr ungeeignet sind für Myelompatienten. Das sind Stoffe, die stark thrombogen sind, was die Patienten sowieso durch die Grunderkrankung schon anfällig sind und durch viele weitere Medikamente, ich sage nur Erythropoetin, Cortison etc. Da will man nicht noch eine weitere thrombogene Substanz geben, sonst ist die Thrombose fast sicher. Aber es gibt Hoffnung, allerdings es gibt keine Hoffnung für die nächsten 2, 3, 4 Jahre, wenn man sieht, wie weit die Entwicklung der Substanzen ist. Selbst wenn morgen eine Phase-3-Studie aufgelegt würde, müsste man natürlich warten, bis man Ergebnisse hat. Vielen Dank. Ich möchte dem Plenum nicht oder den Zuhörern nicht vorgreifen. Herr Dr. Mittelberg, sind Sie in Reichweite? Haben Sie Fragen? Ja, Gut. einige Fragen. Es sind einige Fragen gekommen. Herr Dozent, die erste Frage gleich zum Thema PET-CD. Was bedeutet flaue Verdichtungen im PET-CD? Gutartig oder bösartige Veränderungen? Was bedeutet SUV Max, FDG Uptake? Wie sind diese Maßeinheiten zu verstehen? Okay, fangen wir mit den Farben an. Die Signalintensität, die abgelesen wird, das wird ja im ersten Schritt bei einer PET-CT-Untersuchung ein sogenannter Tracer, also eine markierte
Substanz. In dem Fall beim Myelom und auch bei anderen Lymphomen etc. sind das ja radioaktiv markierte Zucker. Deshalb muss man die Untersuchung ja auch nüchtern machen und der Blutzucker darf nicht außerhalb des Rahmens sein, wenn man die Untersuchung macht. Die gehen in alle Skelettareale, die einen erhöhten Stoffwechsel haben und auch in andere Organe, wo potenziell Absiedlungen, aber zum Beispiel auch schwere Entzündungsprozesse oder Ähnliches stattfinden. Es wird dann, nachdem man dem eine gewisse Zeit gegeben hat, ein CT gefahren und parallel fährt man mit einer zweiten Kamera, die eben in der Lage ist, dieses radioaktive Signal, was schwach und kurzlebig ist, in der Tat ist der CT-Anteil eigentlich der mit der höheren Strahlenbelastung, auch wenn das erstmal unheimlich ist, da sowas zu spritzen. Und der Computer schiebt diese Bilder dann übereinander. Das heißt, ich sehe nicht nur, ob irgendwo ein kleines Loch im Knochen ist, weil wenn man CTs genau fährt, dann findet man die bei sehr vielen Menschen, die ein gewisses Alter haben, auch wenn sie keinen Myelom haben, sondern auch, ob in dieser Veränderung ein erhöhter Stoffwechsel stattfindet. Und damit man das besser sehen kann, werden solche Bilder farbkodiert, Heatmap wird man auf Englisch sagen, sprich da wo viel ist, wird die Farbe immer heller, röter, gelber, da wo wenig ist, ist eine entsprechende Kaltkodierung, sprich eine blaue Farbe oder auch gar keine. Das ist letztendlich eine Spielerei am Computer und dient nur der besseren Sichtbarkeit der Veränderungen. Wem wir nachgehen müssen, das sind Bereiche mit erhöhter Signalintensität und nicht die mit der erniedrigten, die stören erstmal gar nicht. Dann der Uptake, also wie stark landet der Tracer oder was misst diese Gamma-Kamera an dieser Stelle? Das ist das, was ich eben schon gesagt habe, einer dieser Fachausdrücke aus der Nuklearmedizin. Ich bin ja kein Nuklearmediziner, aber soweit kriege ich es dann gerade noch hin. Und der SUV-Max ist sozusagen eigentlich praktisch das Gleiche. Das ist nur die etwas genauere physikalische Maßeinheit dann dafür, was hier an einer bestimmten Stelle wirklich gemessen wird. Je nach Fragestellung, das ist jetzt beim Myelom, wo es um die Knochen geht, da ist es etwas einfacher, wenn es um extramedulläre Herde oder andere Erkrankungen wird dann häufig verglichen mit dem Uptake in der Leber oder im Mediastinum. Ist es mehr, ist es weniger? Da gibt es dann bestimmte Scores. Das spielt jetzt aber in der Myelom-Diagnostik, wo natürlich 95% aller Signale ja das Skelett betreffen, weniger eine Rolle. Der Tracer ist wichtig. Es gibt ja klassisch andere scintigraphische Techniken, wie die bei soliden Tumoren oft eingesetzt werden, das sogenannte Knochen-Sintigramm, das ist bei Myelom eine sinnlose Untersuchung, weil dieser Technetium-Tracer sich in Myelomherden nicht anreichert, die sind da kalt. Das kann unter Umständen mal eine Aussage sein, die für die Differenzierung wichtig ist, wenn noch eine andere Erkrankung beim Patienten zur Debatte steht als das Myelom, ist aber eben nur in ganz speziellen Fällen indiziert, unter Umständen bei der Amyloidose, um die Dinge auseinanderzuhalten. Weil bei der sogenannten ATTR-Amyloidose, die Amyloidose ist, die Myelom-Patienten sehr selten haben, aber gelegentlich halt auch, dieser Tracer sich dann stark im Herz anlagert, was er eben bei der AL-Amyloidose nicht tut. Das sind dann aber Feinheiten, die nur für ganz wenige Patienten von Belang sind. Das PET-CT hat eben genauso wie das Ganzkörper-MR auch eine Risikoaussage. Ein Patient, der nach einer Transplantation PET negativ ist, das ist sicher günstiger, wenn da eben noch Signale detektiert werden. Das gehört heute eigentlich auch in die Definition zumindest der minimalen Resterkrankung rein. Das ist nicht nur Punktion und Labor, sondern eben auch negative Bildgebung. Umgekehrt muss man sagen, die klassischen Techniken wie das Myelom-CT sagen mir mehr über den Zustand des Knochens. Weil wenn eine Anreicherung im PET da ist an einer bestimmten Knochenstelle, heißt es noch nicht, dass da ein Loch ist. Das heißt nur, dass da wahrscheinlich vermehrt Myelomzellen sitzen mit hohem Stoffwechsel. Während wenn ich im CT kann ich wirklich den Strukturdefekt und wie dramatisch der ist und ob besondere Maßnahmen erfordert beurteilen. So wie ich versucht habe, im Vortrag schon darzustellen, die drei Techniken, MR, PET-CT, CT,
ergänzen sich, die haben alle Stärken und Schwächen und im Einzelfall führt das halt dazu, dass man unter Umständen auch mal mehrere Dinge tun muss. Aber da spielen eben außer den technischen Aspekten dann auch Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und andere Dinge mit rein. Diffusionsgewichte des Ganzkörper-MRs untersuchen, die halt mindestens eine halbe Stunde dauert, da kann ich dann am Tag nicht 10 Patienten untersuchen, dann spottiere ich das MR durchgehend, was wahrscheinlich keine gute Idee ist, weil auch andere Menschen natürlich MRs aus anderen Gründen brauchen. Mit OCT mache ich in 5 Minuten, da habe ich natürlich ganz andere Spielräume für die Untersuchung. Die nächste Frage, die ich hätte, ist zum Thema MRD-Testung und Beckenkamm-Biopsie. Wie hat sich diese in der Praxis bewährt im Hinblick auf Aussagekraft und gewählte Therapie? Gibt es dazu schon Erfahrungen? Ist es bei einer MRD-Negativität sinnvoll, jegliche Therapien abzubrechen oder wird eine Erhaltungstherapie immer angestrebt? Also man muss ganz klar sagen, die Messung der MRD, wie eben schon dargestellt, das ist eben nicht nur Beckenkammfunktion plus sehr empfindliche Flow- oder NGS-Untersuchung, sondern auch noch das ergänzende PET-CT, ist nach wie vor eine experimentelle Diagnostik. Wir wissen ganz klar, dass das wahrscheinlich sogar der beste Prognosemarker ist, aber die Folgen für die Therapie sind nicht klar. Es gibt inzwischen laufende Studien, die das untersuchen. Wenn der Patient negativ ist, heißt es, dass er keine Therapie mehr braucht, oder heißt es nicht gerade, dass die Therapie bei ihm besonders gut wirkt? Und ob man sich dann sozusagen leisten kann, die Therapie zu beenden oder umgekehrt, jemand, der negativ ist und bei einer Kontrolle wieder positiv wird, ist das schon der Zeitpunkt, wo ich eine erneute Therapie indizieren muss, die vielleicht ja vom klinischen Verlauf, wenn es nur die MRD ist, die positiv ist, oder schon vielleicht auch erst 2 Jahre später nötig ist und muss ich dem Patient jetzt schon seine Lebensqualität einschränken. Das sind komplett offene Fragen. Und im Moment sollte man außerhalb entsprechender Protokolle sehr zurückhaltend sein, direkt Schlussfolgerungen rauszuziehen. Natürlich messen wir das inzwischen auch schon mit. Ganz wichtig ist da auch, sich an die entsprechenden Protokolle, die es gibt, zu halten, weil es ist da sicher noch nicht alles endgültig standardisiert und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener Labore ist wahrscheinlich nicht optimal gegeben. Ringversuch oder sowas gibt es schon gar nicht, aber man kann natürlich schauen, dass wenn man Studien hat, wo sowas gemessen wird, was eigentlich bei mehreren in Österreich auch in Protokollen so ist, dass man eben die Ergebnisse der zentralen Diagnostik mit den inhäusigen Vergleich, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, ob man sich da auf dem gleichen Level an Empfindlichkeit bewegt. Ich sage es mal so, ich bin auch sehr zurückhaltend, es zu verwerten. Natürlich würde ich jetzt einen Patienten, den ich kontrolliere, nach vielleicht 2 Jahren Erhaltungstherapie, der MRD positiv ist, jetzt nicht dazu raten, seine Erhaltung zu beenden. Das kann man, glaube ich, mal klar sagen. Im Falle von Negativität nach Langzeiterhaltung, das war ja auch schon mal ein Thema beim Vortrag meiner Frau. Es ist immer ein Abwägen. Ich habe natürlich das Risiko, dass ich vielleicht früher einen Rückfall erleide, wenn ich die Erhaltung vorzeitig beende. Andererseits gibt es natürlich, nicht jeder verträgt es gut. Es gibt Toxizitäten, die unter Umständen eine Rolle spielen können und belastend sind. Und die Studienlage ist ja am Ende des Tages nicht ganz einheitlich, weil die großen Erhaltungstherapiestudien halt unterschiedlich lange Zeiträume getestet haben. Die Franzosen 1 Jahr, die Briten und die Italiener 2 Jahre Erhaltung und die Amerikaner eben, wie man das dann unschön formuliert, lebenslänglich, sprich bis zum Voranschreiten der Erkrankung oder vor Auftreten von nicht tolerablen Nebenwirkungen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ist es halt schwierig, unmittelbar, wenn ich damit beginne, immer die Briefe schreibe, ist für mindestens 2 Jahre, solange es wirkt und gut vertragen wird. Und jenseits dieses Zeitpunkts muss man schauen, a, wie verträgt es der Patient, b, ist irgendein Restsignal der Erkrankung fassbar oder nicht, wenn es das ist, würde ich mich schwer tun, aufzuhören. Wie ist das Risiko, wie ist die Zytogenetik und natürlich auch, wie ist die Einstellung des Patienten dazu. Es gibt ja Gott sei Dank auch viele, die es problemlos vertragen, da lasse ich das dann schon lieber laufen.
Aber es ist ein Abwägeprozess und die andere Konsequenz ist natürlich, wenn ich jemanden eine Pause gönne oder der Patient diese halt auch wünscht, der Patient hat ja auch was mit zu sagen, dann muss ich ihn halt auch entsprechend kontrollieren und darauf achten, ob was detektierbar ist, wenn ich 3 Monate, 6 Monate Pause habe. Leider sind wir für die MRD-Diagnostiker noch das Mark angewiesen. Tests im peripheren Blut mit ausreichender Empfindlichkeit sind leider noch nicht verfügbar. Das wird, denke ich, irgendwann schon kommen und dann wird das Leben leichter werden. Also als nächste Frage, da geht es um das Thema Schmerzen. Ein Teilnehmer oder Teilnehmerin fragt, ich habe Knochenläsionen in der Wirbelsäule, was mir oft große Schmerzen bereitet. Welche Schmerzmittel würden Sie empfehlen? Ist jetzt aus dem Stand ganz schwierige Frage, ja. Aber fangen wir ganz vorne an. Das Wichtigste ist erstmal natürlich die Behandlung des Myeloms. Je weniger aktiv die Erkrankung ist, das bringt meistens die schnellste Verbesserung, wenn es an den bestehenden Läsionen zumindest mal nicht mehr weiterarbeitet. Und auch es ist ja immer ein Entzündungsprozess mit dabei, wo sowas stattfindet. Das hinuntergeht, das hilft schon mal sehr stark. Bei sehr fokal konzentrierten, die nicht Schmerzprozessen, muss man natürlich die lokale Bestrahlung übernehmen, sehr wirksam. Und die Basistherapie mit Stenosomal Bisphosphonat etc. ist auch wichtig. Aber das hilft natürlich vielen Patienten nicht ausreichend. Und selbst wenn die Erkrankung an der Stelle gut kontrolliert ist, wenn strukturelle Defekte im Knochen sind, dann kann das natürlich weiter wehtun, obwohl man in kompletter Remission ist. Und da brauchst dann natürlich sehr, sehr häufig tatsächlich eine medikamentöse Therapie. Es gibt natürlich diesen berühmten WHO-Stufenplan, wobei man sagen muss, bei einem schwereren Myelom wird man halt in der Regel immer in der Maximalstufe, sprich auch beim Einsatz von Opioiden, ihn anlangen. Und wenn das nötig ist, dann muss es auch sein. Es ist, man muss den Patienten zumindest so schmerzkontrolliert bekommen, dass er alltagstauglich ist. Es ist sinnlos zu sagen, nein, ich nehme lieber keine starken Schmerzmittel und wenn ich dann im Bett liege und mich nicht bewege, ist es gut, das kann nicht das Ziel der Therapie sein. Und da ist es dann sicher sinnvoll auch, zumindest in der Peripherie, wo vielleicht auch nicht jeder Kollege sehr Schmerztherapie erfahren ist, entsprechende Spezialisten mit ins Boot zu holen. Weil im Extremfall kann das eben auch mal invasive Maßnahmen, Schmerzpumpe etc. erfordern. Das sind Gott sei Dank die wenigsten Patienten. Aber in aller Regel ist immer besser, eine Kombination zu machen, sprich ein peripher wirksames Schmerzmittel, Mexalin, Novalgin, irgendwas mit einem Opioid zu kombinieren, weil die Wirkmechanismen ganz anders sind und es vom Nebenwirkungsprofil oft besser ist, zwei Medikamente mittelhoch zu dosieren wie eins ganz hoch. Opioide sind Medikamente, die vor allem in der Einstellungsphase schon Übelkeit, Schwindel etc. machen. Das vergeht mit der Zeit normalerweise, aber da muss man erstmal die Patienten individuelle Dosis finden und da muss man sich rantasten und zwar von unten nach oben, nicht umgekehrt. Bleibt aber ein bestimmtes Präparat zu empfehlen, ob man das jetzt schluckt oder als Pflaster nimmt. Da sind die Menschen zu verschieden, als dass es da auch eine einfache Antwort gäbe. Aber man braucht schon in aller Regel eben ein langwirksames Präparat, um dem Patienten eine gewisse Basisabdeckung zu geben. Das ist gut an denen. Der Nachteil ist, wenn man eine akute Verschlechterung da ist, hilft das nicht, noch 3 weitere Pflaster aufzukleben. Die wirken dann erst 8 bis 12 Stunden später, sondern dann braucht man eben auch noch, ich sage immer, ein starkes Medikament ohne Handbremse, also was nicht retardiert ist, sondern in 10, 15 Minuten wirkt. Und solche Präparate gibt es, also das muss immer eine Kombination sein. Und man muss sich rantasten und wenn der Bedarf sich ändert, wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt auch immer überlegen, liegt das jetzt nur an der Schmerzsituation oder hat das was mit der Aktivität der Erkrankung zu tun? Und dann muss man die eben nochmal neu evaluieren, ob man vielleicht auch an der Therapie der Grunderkrankung irgendwas nicht stimmt oder geändert werden müsste. Ich kann kein ganz bestimmtes Präparat empfehlen, aber es gibt eine Gruppe Präparate, von der man definitiv abraten muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das sind die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, also Substanzen wie Diclofenac, Voltaren, Proxen, mit ganz vielen verschiedenen Handelsnamen am Markt. Das sind
zwar gut wirksame Präparate, die aber haben alle den Nachteil, dass sie die Niere deutlich belasten, und das ist beim Myelompatienten eigentlich immer ein No-Go, weil dieses Organ bei der Erkrankung sowieso gefährdet ist und manchmal auch schon stark geschädigt bis hin zum Totalverlust. Das heißt, das ist ein häufiges Problem bei Patienten, die noch nicht diagnostiziert worden sind und dann wegen Schmerzzuständen erstens viel von diesen Medikamenten bekommen, verschrieben, gespritzt, sonst was, und dann möglich, wenn die Situation unklar bleibt, noch eine Untersuchung mit Röntgenkontrastmittel, und das ist dann der Weg an die Dialyse. Also das sind Schmerzmittel, die ganz ungeeignet sind. Zur Frage der großen Osteolyse an einer Rippe. Die nächste Frage. Durch die Behandlung des multiplen Myeloms wird diese Erkrankung oft relativ gut zurückgedrängt und ist gut unter Kontrolle. Frage 1. Welche anderen Faktoren oder Umstände können zu einem tödlichen Ausgang dieser Erkrankung führen? Und dann ist noch eine Frage angeschlossen vom selben Teilnehmer. Eine pathologische Fraktur in der Rückenrippe, die vollständig durch das multiple Myelom vereinnahmt wurde. Und der oder diejenige würde gerne wissen, ob eine Chance auf eine vollständige Regeneration dieser Rippe besteht, da laufend und immer wiederkehrende Schmerzen bestehen. Gibt es eine Chance, dass sich das wieder ganz zurückbildet? Da muss man zu den knöchernen Veränderungen, die Myelom induziert, auftreten, sagen eigentlich nein. Auch bei Patienten, die 10 Jahre in kompletter Remission sind, die gibt es ja Gott sei Dank auch, sehen sie keine großen Veränderungen an den strukturellen Defiziten, wo im Skelett auch immer die sein mögen. Manchmal eine ganz leichte Wiederverkalkung im Randbereich, ja. Aber das, was wieder richtig durchgebaut wird, das sehen wir leider nicht. Deshalb hätten wir ja gerne knochenanabole aufbauende Substanzen auch mit in der Therapie. Die Rippen, einerseits sind es zwar keine tragenden Teile, da muss man keine Angst haben, dass alles zusammenbricht. Andererseits kann man sie halt nicht ruhig stellen, weil atmen muss man halt. Und insofern sind da Schmerzzustände schon schwierig. Ich meine, wenn der Herd dort noch aktiv ist und immer wehtut, müsste man eventuell schauen, ob da eben in einem Bett leuchtet oder nicht. Wäre eine lokale Strahlentherapie was häufig sehr gut hilft. Wenn es natürlich so ist, dass da nichts mehr leuchtet, macht es keinen großen Sinn, wo keine Myelomzellen arbeiten, brauche ich auch nicht bestrahlen. Das wäre also differenzialdiagnostisch zu überlegen. Ansonsten bleibt da dann natürlich die medikamentöse Schmerztherapie als Option übrig, weil natürlich, wenn ein Knochen stark alteriert ist, ein Stück fehlt oder so, kann natürlich schon sein, dass in diesem Bereich auch Entzündungsprozesse noch ablaufen etc. Ist jetzt nur am Bildschirm schwer zu beurteilen, was der endgültige Ratschlag ist. Also, aber man sollte natürlich überprüfen, ob dieser Herd aktiv ist. Und wenn er das ist und sonst nichts ist beim Patienten, wenn noch vieles mehr wäre, muss man natürlich über die generelle Therapie nachdenken. Aber wenn es wirklich nur dieser Fleck ist, dann ist das sicher eine gute Option für eine lokale Strahlentherapie. Okay, gut. Ja, als nächste Frage, ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin hat folgende Frage gestellt. Nach einer Stammzelltransplantation 18 Monate danach war in Remission und seit circa 7 Monaten kommt es zu einem Anstieg der Kappa-Leichtketten. Und zwar monatlich, und zwar während der Remission waren die Kappa-Leichtketten auf 8 Milligramm pro Liter und jetzt steigen sie permanent an, monatlich etwa eine Verdoppelung von 8 auf bis zu 84 und jetzt im Oktober 2020, die letzte Messung, 143 Milligramm pro Liter. Frage, ist hier ein weiterer Anstieg zu erwarten? Wir können es natürlich nicht hell sehen, aber vom Verlauf her klingt das natürlich nicht besonders gut. Die Werte sind absolut gesehen immer noch in einem eher niedrigen Bereich. Aber eine kontinuierliche Zunahme, weil wenn es mal ein Wert aus der Reihe tanzt, das hat man ja öfters mal, da mag es auch mal Laborschwankungen geben etc. Aber wenn ich halt über einen ganzen Verlauf bei jeder Messung eine Zunahme habe, spricht das natürlich dafür, dass die Erkrankung zumindest nicht optimal kontrolliert ist.
Die Frage war nicht an, weil wenn es nach 18 Monaten oder nach Transplant ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der oder die Patientin ja wahrscheinlich eine Lenalidomid-Erhaltungstherapie hat. Wann jetzt der Punkt ist, wann man an der was ändern sollte, darüber kann man sehr lange streiten. Sind Laborveränderungen schon genug Grund oder braucht es einen klinischen Grund, dass tatsächlich was passiert? Andererseits möchte man ja nicht unbedingt weitere Organkomplikationen haben, sondern sie lieber verhindern. Aber in der Situation würde ich, wenn der nächste Wert tatsächlich dann noch weiter steigt und über die 200 auch hinausgeht, würde ich diesen Patienten vermutlich erstens punktieren und zweitens ein PET-CT machen. Und wenn ich dann also einen doch zumindest beginnenden Rückfall habe, muss man an der Therapie was ändern, weil ich denke, beim Patienten, der schon ein Myelom hat, zu warten, bis wieder neue Knochenhärte, vielleicht neue Nierenprobleme oder was auch immer an Komplikationen kommt, macht keinen Sinn. Und doch hier fast monatliche oder dreimonatliche Verdopplung, das ist dann relativ von der Dynamik, mir wäre es zu viel. Ja. Mhm. Natürlich muss man schauen, was ist das für ein Patient, wie alt ist er, was hat er sonst schon für Probleme. Aber da er gerade transplantiert worden ist, müssen wir mal davon ausgehen, dass er eigentlich eher ein fitter Patient sein sollte. Mhm. Okay, dann haben wir noch zwei Fragen, auch wieder zum Thema Knochen im weitesten Sinne. Die erste Frage ist, kann es sein, dass man Osteolysen am PET-Scan nicht erkennt? Und wenn dem so ist, was kann man nach dem Low-Dose-CT an anderen Untersuchungsmöglichkeiten anbieten? Ich habe es vorhin schon versucht darzustellen. Die drei Untersuchungen CT, MR, PET haben alle ihre Bereiche, wo sie besonders gut sind und welche, wo die anderen ein klein wenig besser sind. Wobei das nicht in jeder Ecke des Körpers gleich ist. Das kommt noch verschärfend hinzu. Wie gesagt, eine Anreicherung in MR oder PET heißt nicht notwendigerweise Osteolyse. Das kann sozusagen auch noch die Vorstufe sein, wo einfach viele aktive Zellen auf einem Fleck sitzen, aber noch kein strukturelles Defizit, kein Loch gemacht haben. Die knöcherne Veränderung als solche sehe ich in einem CT eigentlich mit der entsprechenden Technik. Also dieses berühmte Myelom-CT, Lodus, ganzer Körper ohne Kontrast, an den meisten Stellen des Körpers am allerbesten. Wenn es um die rückenmarksnahen Dinge geht, ist das MR sicher mit Abstand das Beste. Das sieht man manchmal in den anderen Untersuchungen gar nichts, obwohl ausgedehnte Prozesse vorliegen können. Aber andererseits, wo es im PET nicht leuchtet, ist im Regelfall, also jetzt wirklich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein aktiver Prozess. Klar, wenn jemand ständig weiter Beschwerden hat, würde ich halt die Modalität wechseln und dann doch noch ein MR, vielleicht nicht unbedingt gleich vom ganzen Menschen, sondern wenn es eine Problemregion gibt, erstmal von der machen und schauen, ob ich irgendwas übersehe. Vielleicht soll auch halt nochmal einen zweiten Radiologen die gleichen Bilder anschauen lassen. Das sind auch alles nur Menschen und manchmal übersieht jemand vielleicht auch was. Wobei es natürlich beim Myelom-Patienten manchmal schon auch sehr schwierig sein kann, wenn es sehr, sehr viele Skelettbefunde gibt, dann zu sehen, welches ist jetzt der tatsächlich eine Rolle spielt, oder die Veränderung über die Zeit bei jemand, der 25 Osteolysen hat, zu beurteilen, das ist natürlich schon eine Fleißaufgabe, die in der Routinebefundung eingemahnt werden muss, weil die Radiologen dann natürlich sehr häufig schreiben, weiterhin sehr viele Herde, keine klare Verschlechterung oder irgendeinen anderen nicht ganz exakten Befund, aber das hat natürlich seine Grenzen, weil das irgendwann dann auch bei kleinen Veränderungen, wenn die Schnittstärke, in der neue Bilder gemacht haben, 5 mm ist, dann kommt es natürlich stark davon an, auf welcher Höhe man das schneidet. Und das ist, wenn ich jetzt zwei Untersuchungen mache, natürlich nicht auf den Millimeter genau reproduzierbar. Die letzte Frage. Was soll man tun, wenn unter laufender Behandlung mit X-Geber 120 Milligramm vierteljährlich seit Mai 2019 ein Zahn, also das X-Geber vierteljährlich ein Zahn im Oberkiefer abgebrochen ist und der Zahnarzt hat Bedenken, diesen Zahn zu entfernen aufgrund von möglichen Nekrosen und weil er bei Nekrose-Patienten schon Probleme hatte?
Okay, also als klar, wenn es weh tut, wenn es eitert, wenn irgendwas ist, es muss ja behandelt werden, das Problem zu belassen, den Mensch zu quälen, kann es nicht sein. Das Risiko ist erhöht. Es ist nicht ganz so erhöht, wenn diese Eingriffe unter bestimmten Bedingungen gemacht werden. Also unsere Kieferchirurgen, mit denen ich einen sehr guten Kontakt habe, die haben eine spezielle Sprechstunde, ein spezielles Programm für Menschen, bei denen sowas nötig ist. Eine ganz wichtige Sache ist, wenn was gezogen werden muss, das Loch darf nicht offen bleiben. Wie das beim Normalverbraucher, ja, der Zahnarzt dann häufig sagt, es wächst dann wieder zu, nee, da wächst nichts zu. Wenn Sie langzeitig unter einer antiresorptiven Therapie stehen, wenn es lange offen ist, das Einzige, was passiert ist, dass es sich halt auch noch infiziert und man sich weitere Probleme einhandelt. Sondern wir machen das dann so, die Patienten kriegen eine antibiotische Vorbehandlung über ein paar Tage. Das wird so operiert von den Kieferchirurgen, dass es eben auch plastisch gleich wieder gedeckt wird. Sie bekommen eine antibiotische Nachbehandlung und bei größeren Eingriffen, jetzt nicht bei einem einzelnen Zahn, aber es kann ja auch mal was Größeres sein, werden die auch über mindestens eine Woche oder so dürfen nichts essen, werden parenteral ernährt, entweder über Sonde oder Infusion. Und dann ist die Erfolgsquote, dass man das ordentlich wieder hinbekommt, eigentlich sehr hoch. Aber sozusagen einfach, dass dieser Zahnarzt sagt, ich habe Bedenken, das ist schon mal sehr gut. Viel schlimmer ist es, wenn er keine Bedenken hat und das sozusagen konventionell macht, weil dann hat man unter Umständen tatsächlich Probleme. Und wie gesagt, das Risiko steigt mit der Länge der antiresorptiven Therapie, ganz egal mit welcher Substanz. Aber wir wissen halt auch, dass die Patienten einen großen Nutzen von einer solchen haben. Und das Allerwichtigste ist eben die Kontrolle vor Therapieeinleitung, dass wirklich alles sozusagen repariert ist, bevor man anfängt. So viel Zeit hat man beim normalen Patienten. Wenn er hyperkalzäm ist, ist das was anderes. Das ist eine Notfallsituation, da ist es erstmal alles egal. Aber das ist, da geht es um ein oder zwei Gaben, wo das Risiko für eine Osteonekrose ja noch sehr niedrig ist. Und dann kann man das hinterher immer noch machen, bevor man weitermacht. Aber wenn der Zahnarzt Bedenken hat, ist die Lösung natürlich, ihn an einem entsprechenden kieferchirurgischen Zentrum, wo Erfahrung in der Behandlung dieser Patienten ist, vorzustellen. Weil wenn es unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen gemacht wird, kann man es natürlich sehr wohl machen. Und ja, was will man denn sonst tun? Lassen kann man es ja nicht. Ja? Also kann dem Menschen ja nicht sagen, du hältst jetzt deine Schmerzen aus und isst dein restliches Leben Brei. Das kann es jetzt nicht sein. Und der zweiten Frage, die ich gestellt habe, waren zwei Fragen drinnen und ich wurde gebeten, den ersten Teil nochmal zu wiederholen, nämlich dadurch die Behandlung des Multiple Myeloms diese Krankheit oft relativ gut zurückgedrängt und heute schon gut unter Kontrolle gehalten werden kann, würde der Teilnehmer gerne wissen, welche anderen Faktoren und Umstände einen tödlichen Ausgang veranlasst durch die Krankheit verursachen können. Ja, stimmt, habe ich vorhin gehört, aber dann in der Länge der Antwort unterwegs irgendwie ja, wieder verdrängt. Fangen wir an mit der bei weitem häufigste Grund, wenn es nicht am Myelom selbst liegt, sind sicher Infektionen, denke ich, weil viele, die Grunderkrankung selbst natürlich bringt eine Anfälligkeit mit sich. Gürtelrose ist ja klassische Erstmanifestation auch von Myelom-Patienten. Dann klärt man ab, warum kriegt er eigentlich einen und sieht, er hat einen Myelom. Da spielen leider auch unsere neuen Therapien eine gewisse kleine Rolle, weil gerade wenn sie sehr gut wirken, wie Carfilzomib, wie die Antikörpertherapien oder gar die Kombination aus beidem, dann bringe ich die normalen Antikörper gegen Infekte leider auch auf sehr, sehr tiefe Werte hinunter, die manchmal so sind, wie man so bei Kindern mit angeborenen Immundefekten sieht. Konsequenz, das muss man ausgleichen, das kann man ja infundieren. Also Infekte sind sicher mal ein sehr häufiger Grund. Dann, wenn es Myelom kontrolliert ist, ist man nicht hyperriskös, das ist Quatsch. Aber es gibt bei allen Menschen, die an bösartigen Erkrankungen leiden, eine deutlich erhöhte Rate an Embolien, an Thrombosen, an Gefäßkomplikationen. Das wird zwar mit guter Behandlung besser, aber es wird nie ganz normal, sodass da sicher auch leicht erhöhte Risiken verbleiben. Spätfolgen von Behandlungen sind natürlich schon auch möglich. Hochdosis Melphalan. Melphalan ist eine lacrimogene Substanz. Patienten, die sehr lange überleben, haben da sicher ein leicht erhöhtes Risiko, aber es ist nachweisbar, ist keine Frage, auch in Strahlenfeldern, zwei Tumoren, das sind alles Dinge, die es gibt, die ein paar Prozent beitragen.
man darf nicht vergessen, der durchschnittliche Myelompatient ist bei Erstdiagnose 63 Jahre alt. Das heißt, der Mensch hat in der Regel schon das ein oder andere zusätzliche Gesundheitsproblem, was mit den Jahren und den Behandlungen natürlich nicht notwendigerweise besser wird. Am Ende des Tages ist aber die Hauptbotschaft, die Hauptgefahr für den Myelompatienten ist das Myelom. Und das Beste, was ich für ihn tun kann, ist, das möglichst optimal zu behandeln. Das wird nicht all seine Probleme lösen, aber es senkt seine Risiken natürlich mit Abstand am meisten. Das gilt auch nicht nur für das bloße Überleben, sondern auch für die Lebensqualität. Es gibt eine ganze Menge Studien in den letzten Jahren mit etwas intensiveren Therapien, die trotzdem das auf den ersten Blick komische Ergebnis gezeigt haben bei Lebensqualitätsuntersuchungen, die da mitgeführt worden sind, dass die Patienten, die mehr an Therapie hatten, wo man natürlich intuitiv erstmal denkt, naja, die haben mehr Nebenwirkungen, die werden wahrscheinlich eine schlechtere Lebensqualität haben, dass es eben nicht der Fall war, sondern dass dadurch, dass sie die viel bessere Kontrolle des Myeloms hatten, dann unterm Strich trotzdem eine bessere Lebensqualität angegeben haben. Und unser erstes Ziel ist es natürlich, die Grunderkrankung einzufangen und zu kontrollieren. Natürlich versuchen wir auch alles, was dazu und daneben kommt, mit zu erfassen, aber es ist schon klar, dass das immer in der Wichtigkeit einer zweiten Reihe ist. Nicht, dass wir das alles nicht ernst nehmen, das ist klar, aber zuallererst muss das Myelom kontrolliert werden, sonst spielt alles andere keine Rolle mehr. Ja. Ich möchte mich jetzt ganz besonders für den Herrn, beim Herrn Dozent Wildenbacher bedanken. Es waren ja so ausführliche Fragen. Knochen sind unsere schwächste Stelle. Wir werden uns viel damit beschäftigen. Ich bin froh, dass Sie auch Professor Jung zitiert haben mit der Rüttelplatte, weil wenn schon nichts gibt, Medikamentöses, dann soll es vielleicht doch durch Belastung und durch entsprechende Beanspruchung des Knochens ein bisschen helfen, etwas aufzubauen, wenn man nicht zu alt ist. Recht herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Danke vielmals. Vielen Dank.